Hi Angel hier für tabletblog.de. Ich bin gerade auf der Suche nach ein paar Billig-Tablets und es gibt hier nicht so viele gute auf der IFA, aber ich habe hier eins gefunden von Intenso, das Intenso LiveTab. Ist ein 8 Zoll Tablet, Auflösung ist 800 x 600 Pixel. Wir haben hier einen 1 GHz Cortex A8 Prozessor drin. Wir gehen mal schnell in die Einstellung. Wir haben hier, glaube ich, leider nur Android 2.3 Gingerbread. Tatsächlich Android 2.3 Gingerbread. Und deshalb haben wir hier auch nicht den Android Market oder die Google Apps drauf. Dafür aber diesen App Center von Android Pit. Immerhin ein Ersatzmarket. Das Betriebssystem hier ist ganz in Ordnung. Wenn wir mal den Browser öffnen, Multitouch funktioniert hier recht schnell. Wir haben jetzt kein WLAN hier. Kapazität war Touchscreen. Wir haben hier diese vier Standard Android Buttons: Suche, Home, Menü und zurück. Ja, gehen wir mal um das Tablet herum. Wir haben hier an der Seite nichts weiter Interessantes. Anschluss fürs Netzteil, HDMI-Ausgang, Mini-USB-Anschluss, dann den Port für die Kopfhörer. Hier oben haben wir weiter nichts. Dann kommen wir hier der Power-Button und die beiden, so ein Rocker-Switch, um die Lautstärke zu regeln. Außerdem haben wir hier hinten noch einen Micro-SD-Kartenslot. Der verbirgt sich hinter dieser Abdeckung hier. Schauen wir mal rein. Und da ist auch der Reset-Button. Legen wir es mal wieder richtig oben hin. Hier haben wir die, na, so rum geht es. Die Open Source Lizenz. Erkennt der Accelerometer das? Eben schnell die Home-Buttons hier, also diese kapazitiven Buttons an der Seite, reagieren nicht ganz so gut. Man muss schon ein bisschen länger was machen. Dann gehen wir nochmal zurück. Man muss nochmal so ein bisschen zur Seite machen, dann geht es. Wenn man nur so ganz rauf, na, jetzt geht es auch. Manchmal haben sie nicht so richtig funktioniert. Hier haben wir nochmal die Spezifikation. Das 8 Zoll LiveTab von Intenso. Das soll für 199 Euro auch in Deutschland auf den Markt kommen. Ob das zu viel ist, ich würde es doch lieber ein bisschen günstiger haben. Auch wenn es ein Cortex A8 ist, Kapazität über Touchscreen. Die Auflösung ist, wie gesagt, nicht die beste, 800 x 600 Pixel. Gehen wir mal in die Galerie hinein. Der Multitouch ist okay. Ich meine, der Touchscreen hier reagiert ganz gut. Aber es ist nicht der schnellste Multitouch. Es leckt so ein bisschen hinterher. Aber sonst, wenn sie den Preis noch ein bisschen senken würden, so 149 Euro, dann könnte man das Tablet auf jeden Fall ohne Probleme empfehlen, würde ich mal sagen. Hier ist übrigens alles aus Plastik, aber es ist sehr gut verarbeitet. Wir haben hier eine nette Oberfläche, fühlt sich nicht ganz so glatt an. Hier haben wir zwei Dual-Lautsprecher, also Stereo. Macht sonst einen guten Eindruck. Wie gesagt, ich würde mir nur wünschen, dass der Preis noch ein bisschen runtergehen würde. Das ist das Intenso LiveTab auf der IFA in Berlin.